Hi, hier ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch meinen Langzeittest vom Samsung Galaxy S10 und Samsung Galaxy S10 Plus zeigen. Nachdem ich nun beide Geräte rund 4 Monate genutzt habe, möchte ich euch mitteilen, ob sich meine ersten Eindrücke von vor einigen Wochen immer noch bestätigt haben, beziehungsweise wo mich vielleicht das Galaxy S10 und S10 Plus auch überrascht haben. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an notebooksbilliger.de, die mir beide Testgeräte zur Verfügung gestellt haben. Analog meiner herkömmlichen Testberichte werde ich natürlich durch verschiedene Kategorien gehen, sodass ich am Anfang mit Design und Verarbeitung beginne. Das erste Kapitel kann ich dabei relativ kurz halten. Was sowohl Design als auch Verarbeitung angeht, sind sowohl Galaxy S10 als auch S10 Plus auf einem extrem hohen und vor allem hochwertigen Level. So fühlen sich beide Geräte auch nach einigen Wochen immer noch sehr gut in der Hand an. Sie sind mega gut verarbeitet und vermitteln definitiv das Gefühl eines Premium-Smartphones. Was mir auch hier, auch beim kleineren Galaxy S10, immer noch nicht so gut gefällt, sind die Anordnung der Buttons. So ist selbst beim kleinen Galaxy S10 der Power-Button und die Lautstärkewippe zu hoch positioniert. Beim Galaxy S10 Plus hat man definitiv richtige Schwierigkeiten, die Buttons mit den Fingern zu erreichen. Was ich auch nach all diesen Wochen festgestellt habe, ist die Tatsache, dass die Oberfläche beider Modelle nicht sonderlich anfällig für Kratzer ist. Je nachdem, wie man die Smartphones transportiert oder natürlich auch schützt, finden sich auf den Geräten maximal Mikrokratzer, was für eine extreme Hochwertigkeit spricht. So kann ich in diesem Bereich auch nur wieder betonen, dass Verarbeitung und Haptik extrem gut sind, das Handling aber durch die Positionierung der Tasten eingeschränkt ist. Ein weiterer Pluspunkt ist die Verwendung eines nach IP68 geschützten Gehäuses, sodass Staub und Wasser dem Gerät nichts ausmachen. In diesem Kapitel möchte ich weniger auf die technischen Daten eingehen, denn die sind ja auch hinläufig bekannt, sondern vielmehr nochmals den Lautsprecher und den Fingerabdrucksensor thematisieren. Der Fingerabdrucksensor, der bekanntermaßen auf Ultraschalltechnologie funktioniert, beurteile ich dabei in 3 Punkten. Zum einen die Positionierung, zum anderen die Schnelligkeit und als drittes die Zuverlässigkeit. In meinem ersten Fazit bemängele ich die Positionierung, da mir der Fingerabdrucksensor zu weit am unteren Gehäuserahmen saß. Da hat sich natürlich nichts getan und meiner Meinung nach könnte er immer noch etwas weiter oben sitzen. Nachdem Samsung aber nun einige Updates eingespielt hat und damit auch den Fingerabdrucksensor verbessert hat, sind sowohl Zuverlässigkeit als auch Schnelligkeit besser geworden. Kommen jedoch nicht ganz an die Sensoren von Huawei oder OnePlus heran. Vor allem die Zuverlässigkeit hat sich hier deutlich erhöht, bei der Schnelligkeit des Entsperrens könnte er aber noch besser sein. Nach wie vor on point sind die Stereo-Lautsprecher beider Smartphones. So sind die Speaker nicht nur laut genug, sondern bieten auch einen soliden Sound, der sich von vielen anderen Stereo-Lautsprechern abgrenzt, womit beide Smartphones definitiv unter den Top 5 mitspielen. Das Einzige, was hier noch etwas besser sein könnte, ist die Wiedergabe der Höhen. Beim Display hat sich natürlich bei beiden Smartphones nichts getan. So hat selbst das große Galaxy S10 Plus mit seinem 6,4 Zoll Super AMOLED Display eine Pixeldichte von 522 ppi, womit es extrem scharf die Inhalte darstellen kann. Weiterhin sind beide Displays HDR10 Plus fähig und erreichen eine maximale Helligkeit von rund 1000 Nit. Die Farbdarstellung, die Helligkeit, aber auch Blickwinkel, Kontrastwerte und auch Weißwerte sind auf einem extrem hohen Level. Das Einzige, was hier fehlt und was vielleicht in einem zukünftigen Samsung-Flaggschiff möglicherweise schon beim Galaxy Note 10 verbaut wird, ist ein 90-Hertz-Display, sodass Inhalte und das Scrolling noch flüssiger dargestellt werden. Im Bereich der Software kommt immer noch Android 9 und Samsungs One UI zum Einsatz. Hier hatte ich auch nach 4 Monaten keine Probleme, das Gerät flüssig nutzen zu können. Selbst nach der Installation von Dutzenden Spielen und Anwendungen waren beide Geräte immer noch fluffig genug, sodass es nicht wirklich zu Performance- oder Leistungseinbrüchen kam. Wie ich aber auch in einem anderen Video bereits erklärt habe, ist für mich One UI, obwohl sie sehr einfach aufgebaut, nicht immer schlüssig genug und könnte mit zukünftigen Updates noch ein paar Feinschliffe bekommen. Wie auch beim Fingerabdrucksensor und wie ich auch gleich noch erwähnen werde bei den Kameras, haben beide Modelle in den letzten Wochen einige Updates bekommen, die die Akkulaufzeit verbessern sollten. Wenn ich jetzt einmal vom Galaxy S10 Plus spreche, das einen 4100 mAh starken Akku besitzt, so komme ich auch heute, trotz der zahlreichen Updates, mit diesem Smartphone zwar gut durch den Tag, mehr leider jedoch nicht, sodass die Akkulaufzeit des großen Galaxy S10 Plus, aber vor allem auch des kleineren Galaxy S10 doch deutlich hinter der Konkurrenz hängt. Hier zeigt vor allem Huawei, was man aus Batterien herausholen kann und obwohl Samsung mit den Updates deutliche Verbesserungen versprochen hat, haben sie nicht wirklich viel gebracht.
So kann es auch jetzt immer noch sein, dass man mit dem normalen Galaxy S10 bei normaler Nutzung und einem langen Arbeitstag zwischendurch nochmals an die Steckdose muss. Das einzige, was hier dann doch positiv zu erwähnen ist, ist das Fast-Charging-Netzteil, das beide Geräte relativ zügig und innerhalb von 100 bis 110 Minuten wieder vollständig aufladen kann. Wie ich gerade schon angesprochen habe, gehört auch die Kamera zu den Punkten, die Samsung in seinen Updates immer wieder erwähnt hat. Nach wie vor gehören die Kameras des Galaxy S10 und S10 Plus zu den besten Point-and-Shoot-Kameras auf dem Markt und können vor allem bei Tageslicht auf kompletter Linie überzeugen. So ist vor allem die Farbdarstellung, der Detailreichtum und Dynamikumfang in diesem Preisbereich auf Spitzenniveau. Die Low-Light-Performance, die ich bereits in meinem ersten Fazit bemängelt habe, ist aber nach wie vor nicht auf einem Level mit Google oder auch vor allem Huawei. Selbst Aufnahmen im Nachtmodus kommen nicht an die Bilder der eben genannten Konkurrenten heran, sodass die Updates für die Kamera tatsächlich nicht wirklich was gebracht haben. Es bleibt nach wie vor dabei, dass die Kamera bei Tageslicht sowohl mit dem Weitwinkel- als auch Ultraweitwinkelobjektiv sehr gute Aufnahmen macht, bei Nachtaufnahmen und Lowlight aber den kürzeren gegenüber der Konkurrenz zieht. Was den Videomodus angeht und hier vor allem die Fokussierung, aber auch Stabilisierung und Detailgenauigkeit, gehören die Kameras des S10 und auch S10 Plus zu den besten auf dem Markt. Unterm Strich bleibt nur zu sagen, dass beide Modelle nach wie vor hervorragend verarbeitet sind und kaum Verschleißerscheinungen mit sich brachten. Die zahlreichen Updates, die Samsung in den letzten Wochen ausgeliefert hat, um die Akkulaufzeit, den Fingerabdrucksensor und die Kamera zu verbessern, haben nur in einigen Bereichen etwas gebracht. So ist meiner Meinung nach der Fingerabdrucksensor deutlich zuverlässiger geworden, von der Geschwindigkeit aber noch immer etwas hinter dem OnePlus 7 Pro oder auch Huawei P30 Pro. Sowohl Akkulaufzeit als auch Kamera sind meiner Meinung nach nicht signifikant besser geworden. Zumindest nicht so, wie es die Updates von Samsung versprochen haben. So kommt man mit dem großen Galaxy S10 Plus immer noch durch den Tag, beim kleineren Galaxy S10 kann es jedoch vorkommen, dass selbst bei normaler Nutzung eine Zwischenladung notwendig wird. Aber auch die Kamera ist, was Nachtaufnahmen angeht, immer noch nicht so weit wie einige andere Konkurrenten, sodass man hoffen muss und natürlich auch darf, dass die Kamera im Galaxy Note 10 etwas besser wird. Mit Preisen von rund 620 Euro für das kleinere Galaxy S10 und ungefähr 700 Euro für das Galaxy S10 Plus sind beide Smartphones deutlich unter der UVP des Herstellers von März 2019. Zu diesen Preisen sind beide Geräte, bis auf die kleinen Abstriche bei Lowlight-Fotografie und auch Akkulaufzeit, absolut zu empfehlen, sodass Samsung hier ein rundum gelungenes Paket geschnürt hat, das doch die meisten Kunden absolut zufriedenstellen wird. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Langzeittestes mit dem Galaxy S10 und auch S10 Plus und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr wieder zugeschaut habt. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr vielleicht bei den zukünftigen Videos einschaltet, meinen Kanal abonniert und vielleicht sogar dieses Video kommentiert oder auch liked. Das war's, bis dahin, macht's gut und ciao.